Als Kind habe ich nicht gewusst, dass ich Filme machen will. Ich mochte zwar immer schon Filme und ich habe mein ganzes Leben lang Filme gesehen, aber es gab nicht einen bestimmten Film, der der Auslöser war. Das hat sich so ergeben. Dann hat man plötzlich das Gefühl, dass es das Richtige ist. Es gab keinen bestimmten Moment, aber ich habe immer schon gerne Geschichten geschrieben. Der Wunsch, Filme zu machen, der entstand erst, als ich weg von meiner Heimat war. In meiner Schule hat meine Englischlehrerin am ersten Tag gefragt, was möchtest du machen? Ich habe gesagt, ich möchte Filme machen. Sie hat gesagt, mach das, mach weiter. Und sie hat mich immer wieder gefragt, wie es mit Filmen läuft. Das war sehr motivierend. Generell ist Filmemachen schwierig. Schwieriger nochmal, wenn du alleine bist. Ohne eine Familie, die hinter dir steht. Und gerade in so einem Land wie Österreich ist es nochmal schwieriger, weil es da so ein bestehendes System gibt. Und in dieses System reinzukommen ist fast unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass man aufgibt, ist in meiner Situation höher als sonst. In der Filmbranche kommt man weiter, indem man aktiv was macht, indem man Leute versucht kennenzulernen. Man muss auch aktiv auf die Leute zugehen, entweder denen schreiben oder sie direkt ansprechen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Es ist eine Glückssache. Viel Arbeit, Leute, die mich unterstützt haben dabei. Ich glaube, das sind die Dinge, die mich weitergebracht haben. Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass man einfach macht, weitermacht. Man scheitert und dann muss man einfach aufstehen. Ich habe gesehen, dass sie gescheitert ist und dass sie weitergemacht hat. Ich habe gelernt, wo meine Grenzen sind, dass man geduldig sein muss im Leben. Ich habe gelernt, wie man mit Menschen umgeht. Ich habe gelernt, wie Menschen ticken und was Menschen zufrieden macht. Selbst dann, wenn es dir selber nicht so gut geht. Zum Beispiel, wenn du am Set bist, musst du es so machen, dass alle Leute zufrieden sind, damit eine gute Arbeit entsteht. Wenn du der Erste bist, der schlecht drauf ist, dann sind alle schlecht drauf. Wenn du in einer bestimmten Kultur aufwachst und du plötzlich ganz woanders bist, dann sind alle Dinge anders. Alleine schon durch die Tatsache, dass ich woanders aufgewachsen bin, sehe ich alles aus zwei Perspektiven. Manchmal fragen mich die Leute, warum mich irgendwas nicht stört. Ich sage, hey, das ist nicht das Ende der Welt. Aber vielleicht ist es für eine Person, die hier ist, schon das Ende der Welt. Und umgekehrt, wenn ich in Somalia bin, dann sehe ich die Dinge auch aus verschiedenen Perspektiven. Beide Perspektiven sind gleichzeitig da. Das ist eine Superpower. Zum Beispiel, so wie ich meinen letzten Film in Somalia gemacht habe. Das ist für jemanden von hier ein No-Go. Zuerst müssen 1000 Fragen beantwortet werden und das Geld dafür da sein. Aber ich kann es machen, weil ich die Dinge anders sehe. Für Leute von hier ist das vielleicht schwierig, weil sie denken, man kann das nicht machen. Das ist ein harter Weg und es ist so. Und ich habe dann vielleicht einen Teil in mir, wo ich denke, was habe ich zu verlieren? Das hätte ich nicht, wenn ich hier aufgewachsen wäre. Dann hätte ich eine andere Karriere, wo es vielleicht einfacher ist. Anders gesagt, ich bin der Idiot, der nicht weiß, wie schwierig es ist. Ich will Filme machen. Wenn ich das aus der Perspektive von hier sehen würde, hätte ich nicht gesagt, ich mache Filme weiter. Mit allen den Problemen von hier. Wenn ich das aus dieser Perspektive hier denken würde, würde ich nie denken, diesen Weg zu gehen. Aus der anderen Perspektive sehe ich mich als privilegiert mit dem, was ich habe. Das soll keine Ausrede sein. Es hängt von dir ab. Versuch es mal.